Wunderbar, Aloha, Namaste und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich dich dazu einladen, mit mir gemeinsam einen kurzen Blick in die Tagesenergie vom 4. September 2022 zu werfen. Ich habe euch dafür aus dem Lennemann-Deck tatsächlich die Tageskarte und aber auch die Herausforderungskarte des heutigen Tages gezogen. Und schauen wir doch einfach her, was das für eine Tagesenergie sein wird und womit wir denn heute oder an diesem Tag eben zu rechnen haben. Decken wir uns mal auf, was ist die Tageskarte für den 4. September 2022? Und hier sehen wir schon, die Tagesenergie für den 4. September 2022 ist nun tatsächlich die Karte Nummer 12. Das sind die Vögel, die uns das Lennemanns-Orakel hier gezogen hat. Ja, die Vögel sind nun eine interessante Karte, weil sie uns zeigen, dass es an diesem Tag höchstwahrscheinlich ein Problem geben wird, ja, oder eine knifflige Geschichte geben wird, die aber einer Lösung bedarf. Und die große Frage ist natürlich ja, in welchem Bereich diese Geschichte angesiedelt sein wird. Es wird aber auch darüber hinaus, und das ist die zweite Bedeutung, die diese Karte hat, dass sie eben nicht nur Probleme und Schwierigkeiten zeigt, sondern eben im Gegenteil auch einen unerwarteten Glücksfall sozusagen symbolisieren kann. Ja, das heißt also, die Vögel, die weisen uns so darauf hin, es wird so allgemein von der Energie her mal ein Tag sein, an dem wir auf jeden Fall mit irgendeiner kniffligen Geschichte zu tun haben werden. Bloß aber, es wird auch in unterhalb dieses Tages auf jeden Fall irgendwo mal so ein Highlight geben, das aufploppen wird, ja, und wo du dir denken wirst, hey, wow, damit habe ich mir nicht gerechnet, und du wirst dich dann natürlich auch über diese Geschichte ein wenig freuen dürfen. Aber schauen wir uns doch mal, ja, was die Herausforderungskarte ist, denn die wird uns auch zeigen, in welchem Bereich wir denn auch mit dieser kniffligen Geschichte tatsächlich zu rechnen haben. Wow, und die Herausforderungskarte des heutigen Tages, das ist jetzt tatsächlich die Karte Nummer 35. Das ist die vorletzte Karte, die es eben im Lennemanns-Tarot tatsächlich gibt oder in den Lennemann-Karten, im Lennemann-Kartensystem eben tatsächlich gibt. Und wir haben es hier zu tun mit einer Frage der Stabilität, aber auch in Beziehungen. Ja, so im Bereich also von Beziehungen, da kann es zwischenmenschlich zu ein bisschen einer kniffligen Geschichte kommen. Der Tag hat auch nicht unbedingt die besten Vorzeichen, muss man leider sagen, ja, für geschäftliche Dinge. Also da ist auf jeden Fall irgendwo diese Energie drin, dass wir mit geschäftlichen Dingen vielleicht auch irgendwo das ein oder andere Problem haben könnten. Also wenn ihr heute einkaufen geht, dann passt bitte auch auf, ja, dass ihr euch bei den Sonderangeboten zum Beispiel nicht vertut und da versehentlich was zu Teures kauft. Na, oder was etwas kauft, das teurer ist als das, was ihr eigentlich haben wolltet. Ja. Im zwischenmenschlichen Bereich würde ich jetzt sagen, okay, achtet auf eure Stabilität, auch in eurer Partnerschaft. Das ist an diesem Tag ganz, ganz wichtig. Ja. Und im Endeffekt, ja, denke ich aber, dass das trotz allem, ja, eine gute Botschaft auch für uns ist. Das heißt, wir sind jetzt ein bisschen vorbereitet. Wir wissen, an diesem 4. September 2022, da werden wir zwar ein bisschen was zu tun haben, sowohl im Bereich eben Partnerschaft, Beziehung, als auch im Bereich so des Geschäftlichen, ja, und allem, was damit eben in unserem Alltagsleben so ein bisschen zu tun hat. Aber auf jeden Fall wird an diesem Tag, und das verspreche ich euch aber auch, irgendwo ein unerwarteter Glücksmoment auf euch warten. Und da würde ich doch sagen, gehen wir deshalb auch mit einer gewissen Gelassenheit, einer gewissen Entspannung auch in diesem Tag. Aber eben seien wir uns bewusst, dass wir vielleicht auch in irgendeinem Bereich ja das nötige Maß eben an Energie werden aufbringen müssen, um da an einer längerfristigen Geschichte vielleicht auch für uns zu arbeiten. Aber das war's, was ich euch eben mit dieser Kartenlegung mitgeben wollte. Hey, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch unbedingt ein Like oder Kommentar da. Ich freue mich auf jeden Fall immer von euch zu hören. Und wenn ihr es vielleicht auch genauer wissen wollt, was an diesem Tag denn die Energien für euch und für euer Sternzeichen ist, dann gebt mir doch einfach in den Kommentaren unten Bescheid und dann schauen wir einfach, ja, ob wir das noch ein bisschen genauer mit einem anderen Kartensystem oder auch natürlich mit den Lennemann-Karten für uns herauslegen können. Also, ich freue mich wie immer, von euch zu hören. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Alles Liebe und ciao dabei!